So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. Yay! Müsste mittlerweile schon unsere vierte sein? Ja, genau, schon unsere vierte Folge jetzt. Ja. Wie die Zeit vergeht. Sehr nice. So. Level 12, Alter. Ja, die 60 Tonnen Lokomotive haben uns jetzt leider nicht so viel XP gebracht. Bisschen schade. So, gucken wir mal ganz kurz, was wir hier für Frachtmissionen haben, wo wir gerade sind. Wir sind mit in Russland. Nice so style. Ah, da geht's wieder runter nach Lettland. Da geht's wieder dahin, wo wir herkamen. Da geht's noch weiter nach Russland. Nö. Ich will ja eigentlich wieder runter. Aber irgendwie eine Strecke, die da unten irgendwo hingeht, scheint es wohl nicht zu geben. Ja. Ich glaube, Lettland und Russland ist ein Scheißort. Ja, das ist alles nur so eine Mini-Fracht hier. Denn hier keine Sachen, die von. Warte mal kurz, guck mal nach Luga. Was wird denn von Luga? Ja, auch nur so eine kurze Mission. Ach so, weil ich den Ort noch nicht kenne, wahrscheinlich. Ja, okay. Ist ja. Ist Luga ist immer bloß das Ziel. Ja. Na komm, nehmen wir dich. Fahren wir mal Richtung Russland und gucken, ob wir da von da denn eine schöne Mission bekommen. Wobei Luga jetzt nicht wirklich wie eine Hauptstadt klingt oder so. Aber mal gucken, ob wir von da eine Mission, eine schöne Mission Lass bekommen. uns loslegen. Denn ein bisschen weiter nach Süden. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ups, war ein Biege bisschen nach zu schnell. links ab. Bisschen viel zu schnell. Was ist denn dieser Demnächst rechts abbiegen. Nein, nicht rot werden, nicht rot werden. Biege Nein. nach rechts ab. Ha, geschafft. Yay. Wupp, wupp. Wer über gelb fährt, ist cool. Bum, bum. Guck mal, neue Fahrstreifen. Oh. Kann ich da langfahren? Garantiert nicht. Ich lass mal lieber. Bevor ich hier wieder irgendwas kaputt mache. Ich erinnere mich noch genau an unsere Spezialmission. Die so, wo so alles kaputt war. Warum ist hier Stau? Ich mag keinen Stau. Na gut. Geradeaus. Da vorne muss ich eh wieder nach links. Nach rechts. Kann ich mich irgendwie einfädeln? Nicht so wirklich, ne? Also. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Entschuldigung. Ich glaube, mein LKW ist kaputt. Das klang gerade sehr brutal. Wobei, nö, ist immer noch so bei knapp 5000. Okay. Sehr cool. Dieser LKW. Halt. Fahr, 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 fahr. So, wo jetzt lang? Immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus. Vielleicht ein bisschen schnell. Like, I don't know.
Mann, guck an die hier. Warum darf man hier nur 40 fahren? Was ist denn hier los? Na, für die Gegend. So, hier geht's rein. Okay. Ach. Das war eine schöne Fahrt. Finde ich nicht. War viel zu langsam. So, Aufträge. Auftrag annehmen. Let's go. Fertig zum Losfahren. Der Auflieger steht wo? Da hinten. Wow. Wo kommt der Auflieger her? Biege nach links ab. Hä? Hier dürfen wir jetzt 60 fahren. Okay. Ach, hier wieder nur 40. Digga, was ist hier los? Leck mir mal an der... Sag ich nicht. Ach, Emination. Die stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Vorne kommt auch schon wieder eine schöne Doppelkurve. Sehr geil. Ah, ist ein Kreisverkehr. Oh. Okay. Achso. Ah, wolltest du schon wieder beim Reinfahren blinken hier? Diese Ausfahrt. Den nächst links abbiegen. Das sagst du. Biege nach links ab. Oh, der Zug. Habt ihr ihn gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Demnächst rechts abbiegen. Ah, nee, ne? So, jetzt. Biege nach rechts ab. Oh, ich habe ja hier Vorfahrt gewähren. Oh, da vorne ist der Zug. Ich bin Zug an. Oh, sorry, Leute. Da war ein Baum im Weg, ich habe ihn nicht gesehen. Bin unschuldig. Achso, der ist eh abgebogen. Ha! Das habe ich genau gewusst. Oh ja. Immer diese Verkehrsleute, die Unfälle bauen. Nee.
dort gibt's ja auch nicht. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Was ist denn da für ein Penis? Biege nach links ab. Hübsch, hübsch. Sehr hübschi, hübschi. Immer geradeaus. Ach ja. Schon mit 60 hier lang tuckern. Auf jeden Fall wieder hier durch den Wald, ne? Hier sind wir auch vorhin lang gefahren. Glaube. Ja doch, da ist ja... Strecke ist ja schon erkundigt, laut dem Ding. Oh, was ist das hier für ein schöner Bereich? Klaut das gerade ernsthaft die Vorfahrt hier? Was ein Opfer, Alter. Bei solchen Fahrern müssen wir einfach so einen Rambock vorspannen und einfach geradeaus weiterziehen. Ha? Einfach just because sie haben es verdient. Alter. So dreist mir die Vorfahrt klauen, ja? Ich dachte, wir LKW-Fahrer sind Kollegen, ja? Nee. Oh, ich will nur 60, was ist denn hier los? Oh, Alter, schöne kleine Häuser hier. Oh, das gefällt mir. Dort sieht sehr gut aus. Sehr schöne Gegend hier. Sehr, sehr schöne Gegend. Ah, oh, 64. Das gibt's doch gar nicht. Bitte rechts halten. Okay, er fährt auch wieder 60. Immer geradeaus. Ja, also schön chillig ist der Auto hier schon, ne? Ah, wir dürfen wieder 70 fahren, wow.
Davon ist ja schon wieder ein Fall. Naja. Schöne Kornfelder oder was auch immer das sein sollen. Gerstenfelder vielleicht, keine Ahnung. Schniekalter LKWs hier. Tja, so im Moment könnte man echt mal überlegen, ob man sich vielleicht sich doch so ein paar Lieder holt, wo man guckt, dass wir auch kein Copyright haben für so Autoradio, ne? Also hier LKW-Radio, also Radio halt, ne? Bitte rechts halten. Gibt es zum Beispiel diesen schönen YouTube-Kanal No Copyright Musik? Glaube ja. Die Frage ist halt nur, ob das, was da ist, auch von YouTube als nur Copyright erkannt wird. Nicht, dass ich jetzt die Musik einfüge, die ja kein Copyright hat, laut Kanalinformation. Und dann aber YouTube sagt, ja, die Musik kenne ich doch irgendwoher, ich claim mal dein Video. Ah, das wäre nicht so geil. Muss ich mal schauen. So, links ist frei, sehr schön. Warum soll ich hier nicht aufgefahren? Gab's da keine Abzweig für Linksabbieger? Doch, hier gucken. Ja gut, okay. Kennst du. Nee. Ach nee, guck. Hä? Wait. Stimmt, das hier wäre mein Abzweig gewesen, aber hier kann ich gar nicht nach links fahren, sondern hier kann man nur nach rechts. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Let to know. Ja, stimmt, da war auch gerade links, rechts von mir war gerade ein Schild. So, lass mich jetzt hier vorbei. Nee, sieht nicht so aus. Ah, doch, sieht gut aus. Junge, was ist los mit dir? Alle klauen hier die Vorfahrt. Ups, ja. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Da sind wir auch wieder ums Ziel angekommen. Sehr schön, also fast. Demnächst links abbiegen. Ey, da hat man echt Bock, so Bussimulator zu machen, ne? Cool. So, jetzt rein. Pockmar. Pop-Map. Wir sind heile angekommen. Und so ruckelt hier aber auch ein bisschen, ne? Habst du das Gefühl? Also ganz fließend läuft es auch nicht. Ah ja. So. Und so. Das war falsch. Nein. T. Kannst du. So, und jetzt T. Ah. Alter. Was ist gerade mit meinem Gedächtnis passiert? Auf einmal alle Tasten verwechselt.
So, 200 EP, ist halt überhaupt nichts. Ah, ja. Wir brauchen wieder Spezialmission. Das ist ja gar nichts. Was ist los hier? Digga! So, was haben wir jetzt hier für Mission? Kriegen wir jetzt hier wenigstens Mission, die noch weiter ins Land reingeht? Ja, klaro! Ey, ich will nach unten. Ja, okay, nehmen wir die Mission. Die sieht schon mal gut aus. Filmmission gibt es ja auch gar nicht. Ich dachte, wir sind jetzt hier voll weit in Russland drin. Jetzt gibt es hier voll die viel Mission. Da sind wir wieder in Lettland. Nehmen wir garantiert nicht. Vor allem gerade für 5000 Euro. Nö, dann nehmen wir die Mission, die hier. Wo war die? Die hier. Die sieht gut aus. Ja, let's go. Let's go. Auf geht's. Da müssen wir wohin? Achso, da wo wir gerade sind. Na gut. Hä? Achso, Parkkonsole sind noch drin. Verwende deinen Auflieger, um der Groß. Ah, nee, klar, Aufträge, ja. Da. Okay, wir fahren los. Das war ich gerade ein bisschen verwirrt? Da hinten. Okay. So, vom Nahen ist es, hat so ein Mikrobild, gerade schon pixelig. Naja. Okay, okay. Bitte chill. Hä? Wieso geht das nicht? Hä? Ich bin noch relativ mittig, oder nicht? Offensichtlich bin ich nicht mittig genug. Ah, das ist schon besser. Zeit zu gehen. Okay. Dann war ich wohl noch nicht mittig genug. Ah, gut. So, let's go. Hier sind schon gerade schon Mikro-Rucklamme drin, ne? Was ist los mit dir, ETS? So. Nach rechts ab. Alter, was ist los mit mir? Ich komme ja gerade auf meine Kamera nicht mehr klar. So, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben jetzt gerade schon wieder Geld verdient. Wir haben 13.000. Für Kreditabzahlung reicht das leider noch gar nicht. Aber wir könnten den hier verkleinern in mehrere kleine Kredite. Obwohl, so lange bringt das irgendwie. Weil wir könnten gerade mal 10.000 abbezahlen. Also, bringt nichts. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld verdienen, bis wir da irgendwas abbezahlen können hier. So, 60 dürfen wir. Dann tun wir dies auch mal. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bitte lass mich vor. Irgendwie hat ETS gerade sehr viele Mikroruckler. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So. Straße frei. Ich bin auf der Autobahn und darf immer noch nur 60 fahren. Verarschen. Kann ich mich selber. Ah, jetzt glaube ich 70. Let's go.
Bitte links halten. Oh, auf meine Oldtimer fahren hier lang. Nice. Tja, da kann man mal sehen, wie rückständig Russland ist. Da sind die, und das, was wir als Oldtimer bezeichnen, sind das so die hippen Sportwagen. Ha? Unsere Trabis, das ist quasi deren Ferraris. Oder so ähnlich. Die Lampen hier, die Laternen, die stammen auch aus dem 15. Jahrhundert. Heieiei. Vor allen Dingen auch noch hier diese Kabel, die sich von Laterne zu Laterne schwingen. Das heißt, diese, ne, bei modernen Laternen, da sind ja die Kabel unter dem Boden verlegt. Aber bei denen ist es noch so einfach gebaut, dass die Masten wirklich einfach nur in den Boden gerammt wurden und die Kabel halt, ne, sich von Mast zu Mast schwingen. Das waren noch Zeiten. Was? Schon wieder 12 Uhr? Sehe ich gerade die Uhrzeit irgendwo? Ja, 12 Uhr, da. Wurde gerade schon wieder die Kreditraten abbezahlt. Ja, ja. So schnell kann das gehen. Wie viel zahlen wir eigentlich gerade? Oh, knapp 3000, ne? Kann das sein? Ja. Ah, das ist schon ganz schön heftig. Na, ich hoffe mal, wenn wir wieder ein bisschen weiter nach Süden kommen, dass wir wieder ein paar etwas längere Missionen bekommen. Weil das hier ist ja gerade, ist ja hier eine Mission 15 Minuten so ungefähr. Ist ja schon ein bisschen ein Trauerspiel. Vor allem, weil wir in der Gegend gerade mal immer 70 fahren dürfen, ja. Und nicht gerade so schnell. Ich meine, schöne Gegend, genau, keine Frage, aber. Pockmock. Was ist das? Oh nein, wir haben so einen Chronoflieger mit diesen verrückten Hintergrundlampen da. Guckt euch diese Lampen hinten an. Da ist das Krone-Logo in den Lampen drinne. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer verfickter Ernst hier gerade, oder? Eieieiei. Das darfst du ja keinem erzählen. Dieses Logo einfach in die Lampen. Wenn ich jetzt die Lampen ausmache. Okay, jetzt ist das Logo aus. Alter. Oh, wir fahren zu schnell, by the way. Ah, 60. Aber sind wir wieder 70? Och, Mann, oh. Komm, ich fahre einfach die ganze Zeit die 70. Und fürs Let's Play haben wir sogar mal etwas mehr als 70 hier. Mal ein bisschen lang cruisen hier. Mein Motor ein bisschen auslasten hier. Was los? Da fehlt ja Spaß. Na gut, bergauf cruisen ist ein bisschen schwer. Wie schwer ist denn unsere Last überhaupt gerade? Waren es 16 Tonnen oder war das die alte Mission mit 16 Tonnen? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Glaube. Wer weiß. Wer weiß das schon? Ah, oh, schön die mit 100. Nice. Das ist doch schon eher meine Kranweite. Ja. Für die Klicks. Mal gucken, wie viel wir schaffen. 130 sollten wir locker schaffen. Naja, vielleicht auch doch nicht so locker, wobei es hier gerade schon häufig bergauf geht. Ja, wobei selbst so schaffen wir schon 120, also auf geraden Strecken, denke ich mal, 130 sollte kein Problem sein. Oha, oha, oha. Ja, und schon hört das Tacho auf. Ey, wir schaffen ja. Kann es sein, dass wir gerade 150 schaffen? Warte mal kurz, hier meinen Dings an. Ah, nee, 130 schaffen wir nur. Jetzt geht's auch wieder bergauf und da vorne ist Stau. Oha, 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 oha. Ah, okay. Schön, dass sie Platz machen.
Finde ich sehr geil. So, hier wird es ein bisschen interessanter. Da vorne kommt Gegenverkehr. Immer geradeaus. Sehr geil. Okay, 140 haben wir. Wow. Alter, schimmer deine Eier. Ah, fast 150. Komm, 150 knacken wir doch. Jawohl, ja. Ne, viel nicht, ne? Ja, der Motor ist doch ganz schön hochtuchig. Ich glaube, mehr als 147 schaffen wir nicht. Da ist der Motor wahrscheinlich einfach am Drehzahllimit. Ja, doch. Mehr geht nicht. Schade. Na gut. Aber die angepeilten 130 haben wir locker geschafft. Oh, Alter, wie der in die Neige geht hier. Huhu. Eieieiei. Schöne Gegend bei. Oh, Alter. Da links die Fahrbahn. So eine alten Brücken liebe ich ja. Oh. Das ist, vielleicht ein bisschen runterbremsen, bevor wir das hier abbiegen. Eieieiei. Let's go. Mit 70 durch die Kurve. Na klar. Wer kennt das nicht? So, wir haben noch 200 Kilometer vor uns. Die speed ich mal durch. Das schaffen wir es noch in der Folge. Also, ich mache es jetzt noch in der Folge. In der Folge schaffen. Naja. Die angepeilten 30 Minuten sind sowieso wieder rum. Von daher. Oh, 100 haben wir gleich geknackt. Nice. Hier ist ganz schön viel Gegenverkehr. Dann weiche ich mal lieber nach rechts aus. Der Sandstreifen rechts ist auch wieder für gemacht. Oh, Alter, geil. Der Trecker da, der Traktor links. Oh, hier wird es wieder ein bisschen enger. Und Gegenverkehr. Okay, ich weiche mal hier nach links aus. So ungefähr. Eieiei, das war eng. Wuhu. Schönes Ding, du. Schönes Ding. Das macht Laune. Sowas kannst du doch nur mit Maussteuerung machen. Mit Tasten, also mit nur Tastatur spielen. Ich glaube, da wäre so eine, da wären so eine Manöver gar nicht möglich. Ich bleib hier lieber rechts. Hoffentlich kommen da keine Schilder. Kommen da Schilder? Da kommen Schilder. Kommen ja auch Schilder. Yeah. Alter, überall kommen Schilder. Goddammit. Oh, da vorne kommt eine Kurve. Okay. Ich glaube, da lassen wir. Oh, guckt euch dieses Auto an. Ah. Oh, wie süß. Das ist ja süß. Okay, vorne ist wieder Zoll. Dann mache ich an der Stelle ein bisschen einfach mal Pause. Biege nach links ab. Weil hier mit 180 durchcruisen wäre nicht so geil. Habe ich so gehört. Ja, ich kann dazu jetzt nicht so unbedingt relaten, ja. Ich fahre immer mit 800 km/h lang. Like a Düsenjet. So, wo kann ich jetzt hier Pause machen? Ach, hier hinter. Hä, wieso werden mir diese grünen Punkte hier auf der Map gar nicht angezeigt? Ne, da vorne, da ist dieses Symbol, aber hier vorne fehlt das Symbol. Das ist ja interessant. Na gut, ich hätte auch direkt lang fahren können, egal. Mache er hinne. Dieser Merberg. Keiner Name. Stopp, halt, hier rede ich. Ah ne, ist doch zu nah, ist noch. Warte, bis der grüne Punkt weg ist. Jetzt. Achso, das Ding kann auch wieder weg. So. So, da vorne ist der Haltebahnhof. Da werde ich doch mal Haltebahn rufen. Ah, sogar einer für jede Richtung. Na gut, macht ja Sinn. Sonst würde man die Verkehrsströme vermischen. So, wie kommen wir hier am günstigsten rein? Ich würde mal sagen, ein bisschen nach rechts und dann schön nach links hier ringleiten lassen.
So. Oh, noch ein bisschen können wir noch. Damit wir hinter uns die Fahrbahn frei halten. Sieht gut aus. Okay. Dann einmal so. Einmal so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Würde ich mal sagen, bis dann.